Und da sind wir wieder zurück zu Fallout. Ich weiß gar nicht, wo wir... Ah ja, wir waren irgendwo unten, ne? Perfekt. Warum waren wir irgendwo unten? Oh, die, unser Kern ist gleich leer. Ach ja, wir sind durch diese verschissene Dinge ausgegangen, durch diesen blöden Untergrund. Kack. Wir gehen jetzt direkt nach... Na, wir gehen erstmal hier hoch nach Sanctuary. Was? Was für Feinde? Dude, what are fans? Warum sind jetzt hier Feinde in der Nähe? Verarsch mich bitte nicht. Ja moin. Okay. Scheiße, was war das? Hier ist nichts. What? Wie ist jetzt direkt? Okay, jetzt müssen wir endlich gucken. Achtung, sie hat 4 Fusionszellen. Ja. Und sie ist damit eben ultra abgegangen. Ich lasse jetzt mal ein bisschen schießen. Wow. Ich kann den ganzen Tag warten, bis du dich zeigst. Ja. Wechsel nicht deine Waffe. Schieß, schieß. Shit. Und sie wechselt die Waffe, weil sie alle 4 Fusionszellen verbraucht hat. Wie kann das sein? Ihr habt jetzt eben live gesehen, dass sie nicht ihre Ding behält. Ihre, shit, ich werde hier gerade ziemlich zerdödelt. Fusionskern ist down. Ah, jetzt wird er direkt aufgefüllt. Okay. Sie hat ihre Munition komplett verbraucht. Einfach so. What the fuck, dude? Mal, komm nachher, bitch. I'm gonna get you. Fire understanding, bitch. Zack. Kazam. Motherfucking. Oh. Okay. Ah. Let's. So, und jetzt der letzte noch. Krass, wie das Alter, wie das klingt. Wo ist denn die Alt jetzt eigentlich? Ich kämpfe jetzt. Au. Na, die liegt da rum. Ich renne die gleich um. Ha! Au. Shazam! Nicht davonlaufen! Stehen geblieben. Ich trag nicht. Oh Gott, das ist zum Kotzen. Verpisst euch einfach. Hier. Zack! Jetzt ist aber gut, oder? Immer noch in Gefahr. Das Auto ist gerade in Luft geflogen, gell? Ich will doch einfach nur schnell heim. Können wir jetzt bitte ge... Oh, das ist, das Pigments Galerie, oder? Das da vorne. Impro-Pistole. Okay. Ne, die nicht aufheben. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt den ganzen Scheißdreck mit. Wir können uns ja eh porten. Und ist das die Galerie? Eine kurze. Ja, Galerie Pigman, das ist schon mal gut zu wissen. Bla 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 bla. Ich höre immer nur, wenn du mich erwischst. Erwischst du mich irgendwann nochmal? Ich hab, der ist da oben drauf. Ich renne einfach. Ich laufe einfach hier rüber und porte mich dann endlich aus der Scheiße hier raus. Wie viel haben wir jetzt zu viel? Oh shit, you shit. Passt auf, das wird jetzt gleich richtig ummäusen, die ummäusen. Können wir uns jetzt bitte porten? Ja! Geschafft! Oh, wir sind fast wieder Level up. Was sollten wir jetzt denn langsam hier mal skillen? Ihr sagt mir all die Jahre nicht, was wir, in was ich am besten reinskillen soll. Apotheker haben wir geskillt, wir haben unseren starken Rücken geskillt. Wir haben den Rüstungsmacher ein bisschen geskillt und den Waffenbüchsenhersteller. Des Weiteren haben wir für die, zum Aufbauen unserer Siedlung einiges geskillt. So. Und ja. Passt auf, das können wir jetzt ganz locker. Kann ich den Scheiß jetzt hier auf den Boden schmeißen? Ha? Ich habe mir noch was überlegt. Ich habe mir noch ein paar coole Sachen überlegt. Wie wir. Warum. Was ist das? Der Erlöser. Verbessert. Was ist denn das? Ist das. Ist das. Hat die. Das ist doch diese Laserwaffe vom Ding, oder? Hat die geklaut oder was? Naja, ich will auf jeden Fall unsere Kleidung auch noch umbenennen. Soll einfach in 1, 2, 3, 4, damit wir ja gerade bei so einer Aktion schneller durchkommen. So. Können wir die dann noch verschaffen? Ja, ich glaube, wir können es auch verschaffen dann. Ein Sturmgewehr. Okay. Davon haben wir 629 Mal weg. Brauchen wir nicht mehr. Das war alles? Was? In Impro-Repetierpistolen. Scheiß drauf. So. Blablabla, Mr. Freeman. Blablabla. Das müsst ihr jetzt alles einfach wegschucken können. Ist egal so. Merkt da was?
Ja, hier haben wir uns. Hier haben wir das schon. Ja, wir haben das alles schon aufgerüstet. Läuft. Läuft bei uns. Läuft alles bei uns. Nein, Nanofaser. Fuck! Ach Gott. Oh Gott. Was habe ich jetzt entfernt? Irgend so ein Binding. Ach du Scheiße. Das wird jetzt ein Spaß. Das könnten wir gebrauchen oder verkaufen. Oh, leck mich am Arsch. Metallrüstung. Vielleicht wird jetzt gleich Nanofaser. Aha. Oh Gott. Oh Gott! Nein! Okay, wisst ihr was? Ich hau schon mal den anderen Scheiß weg. So, jetzt können wir jetzt nämlich einfach so machen, genau. Ne, irgendein Arm weg damit und weg damit, weg damit. Rechtes Bein, das könnte... Ich weiß nicht, welches Bein, da müssen wir gleich nochmal gucken. Alles klar, das kann ich nicht verwerten. Helm und rechter Arm, rechtes Bein. Ich weiß nicht, ob es an dem Ding nicht doch schneller gewesen wäre. An der Station. Mal ganz kurz. Achso, ich kann jetzt gerade nicht gucken. What the fuck? Warum liegt denn hier ein Kreuzschlüssel rum? Ein Schrauben, ein Schlüssel hier. Wisst ihr das? Linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein. Linker Arm, Pistole, Pistole. Linkes Bein. Ich denke zwar nicht, dass es diese Gammeldinger sind, aber. Okay. So, noch das hier kann man auch nicht wegmachen. Alles klar. So, das war jetzt halt echt ein Fail, ne? Dass ich mir einen Scheiß ausgezogen habe. Oh nein, habe ich das Abendzeug auch nicht mehr? Oder kriege ich das ja gerade einfach nicht angezeigt? Was dafür? Ich muss einfach diese verkackte Rüstung ausziehen, Mann. Das ist ja widerlich in dem Scheißding. Oh Gott. Ich dachte kurz, die werden irgendwie festgewurzelt, weil die Beine so komisch waren. So. Raus hier aus dem Scheiß. Jetzt, da sieht man doch, dass ich einen ganzen schönen Kram anhab. Ah, das ist direkt, hoppala, was ganz anderes hier. Ja! Wir haben alles. Oh nein. Wisst ihr was, ich hab den Helm weggeschuckt. Und den habe ich ja wirklich schon verballert, ne? Oder ist das ein Helm, den man nicht entfernen kann? Sieht nicht so aus. Tja, dann müssen wir uns halt demnächst mal einen neuen Helm zulegen. Dann war das aber auch kein ultra krasser, weil man die krassen Sachen scheinbar nicht, genau, scheinbar nicht wegmachen kann, wie man hier sieht. Die mit dem Sternchen halt. So, du bist auch eine krasse Sache. Und zack, und zack, und zack. Aha, was haben wir da? Was haben wir da? Aha. Du bist auch eine krasse Sache. So, das war's, glaube ich. Okay, das war jetzt nicht so optimal, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte, aber naja. Den Scheiß lege ich jetzt halt erstmal ab. Ach, obwohl, ist ja was? Wo ist denn die Tola? Ist die zufällig gerade hier? Diese bescheuerte Labertasche, diese. Na, diese Händlerin. Ist nicht da. Gut, weg damit. Kleidung. Zack, zack, zack. Das ist jetzt echt bescheuert. Jetzt habe ich den Helm verbollert. Der war bestimmt edel. Das war bestimmt ein schickes Ding. Man braucht kein drittes Auge, um zu sehen, was du für diese Leute gibst. Halt doch mal die Gosch. Ich habe hier echt andere Probleme am Hals. Tja, ich hätte die Dinger vielleicht doch im Vorfeld umbenennen sollen, bevor ich hier anfange rumzukeulen. Powerfaust weg damit, das Sturmgewehr können wir eigentlich behalten und dann anstelle der Dinge machen. Die Laserpistole haben wir ja vor kurzem weggegeben, Kreuzschlüssel weg damit. Das ist diese krasse 10mm Pistole, da würde ich gerne noch einen Schalli drauf machen. Also, die hat einfach diesen... Guck mal, können wir die noch krasser machen? 49, 53, ja. Ja, moin. Und jetzt noch ein Schalli drauf. Das kann man, achso, ja, das ist dann nur der Lauf. Kompensator. Ja, Schalldämpfer. Ich finde Schalldämpfer einfach cool. So, und dann wolltet ihr noch... Ja, verlassen. Dann habt ihr doch gemeint, das Dönermesser. Soll ich mal gucken, ob ich das nicht... Dönermesser. Ob ich das nicht voll bedazzeln kann? Okay, bringt jetzt nicht arg viel Zusatz, also... Ich glaube nicht genug, dass es unseren Zahn irgendwie... Ah, obwohl. Vielleicht doch, aber jetzt im Moment nicht, wir können es ja nicht anwenden. So, Dönermesser weg. Schein 41 von 360. Oh Gott, ich hatte kurz, die wäre tot. Boah. Eines Tages.
What the fuck? Was ist hier los? Okay. Nice, Leute, nice. Da werden wir einfach angegriffen und wir haben eindeutig zu wenig. Leute, hört auf, meine Rüstung zu nehmen. Das macht man nicht. Da ist noch ein kleiner Raider. Ah, weg mit dem. Schrotpatronen, na, schon mal wichtig. Wir können jetzt nämlich hier die Dinge noch auswählen. Unser, dieses Sturmgewehr. Und zwar mache ich hier auf die 4. Die Sturmgewehr. Okay. Oh, wenn wir das noch bedazzeln können, dann geht's aber runter. Das sage ich da. Das sage ich da direkt. Ist er ausgestiegen? Ah, der steigt direkt aus der Rüstung aus. Okay. Sturmgewehr. Oh, Leute, ich riech. Ich riech. Oh, doch. 40. Was haben wir hier gerade? 33. Kollege, gehen wir mal auf 40. Ja. Wow, das war irgendwie aufwendig. Moment, was kann man denn hier? Aha. Hinten kann man auch den Kolben dran machen, Standardmagazin, Mündungsbremse. Kann man da irgendwas? Na, schade. Ich dachte, wir können da jetzt hier irgendwie so eine Mod drauf machen, entwickeln, die dann vorne Flammen oder sowas rauskommen lässt aus der Sache. Das ist cool, dass wir jetzt hier auf der 4 sehr viel Munition haben in der... Warte mal. Hallo? So. Hier haben wir sehr viel Munition. Und direkt eine starke Wumme. Mit, was? 40, ne? Oh, wobei, ich glaube, das ist sogar eigentlich im Moment die... Ist das gerade die schwächste? Ah, naja. Ja, mehr oder weniger. Aber gut, hat dann auch 30 Schuss. Und man kann damit bestimmt richtig gezielt rumdödeln. So, alles klar. Dann haben wir das hier geklärt. Und Sanctuary Hills haben wir verteidigt. Wir können jetzt mit jemandem sprechen und unsere Belohnung abholen. Das ist natürlich ein nackter Mann da vorne. Alles klar. Ah, ich freue mich, dass wir aus dieser kacke Rüstung raus sind. Wir haben es geschafft. Ja, ich hatte Angst, ihr auch. Dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren. Aber die Minutemen waren für uns da. Die Minutemen. Gut, muss ich jetzt auch dem Preston sagen? Nee, ne? Aber doch. Oh, fast Level Up. Vielleicht doch, dann kriege ich noch Erfahrung. Preston. Nein. Leer in den toten Briefkasten. Wir wollten ja noch ein bisschen in diese Mission reingehen. Ihr konntet auch noch nicht antworten, ob ihr jetzt gerne ein DLC weitermachen wollt. Deswegen mache ich jetzt hier auch einfach noch weiter. Und dann sehen wir das ja oder hören es ja, je nachdem wie ihr entscheidet. Ah. So, streamtechnisch, wann ist wieder Stream? Ich glaube, heute ist ein Stream, kann das sein? Ist heute Donnerstag? Ja, das könnte sein, dass dieses Video gerade für Donnerstag rausgeht. Es ist jetzt gerade Montag. Ich konnte wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen. Das ist immer angenehm bei Fallout. So. Da vorne müsste der Briefkasten sein. Oh Gott. Wo ist der Ballsack? Hang, bitch. Geh aus meinem Weg. Aha, geh aus... Shit, dude. Na, er wurde ein bisschen gepflegt, der Kerl. Ah, nukleares Material ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Oh, also dieses Visier ist jetzt nicht gerade so nice. Es scheint mehr zu verdecken, als dass es irgendwie bei der... Ja, beim Zielen hilft. Oh, hi, Dagi. Gott. Ah, ich dachte, hinter uns wäre auch was. Ach ja, das ist doch ziemlich bequem mit dem Ding hier. Ist geil. Ich freue mich, wenn wir das noch ein bisschen erweitern können. Oh, von hinten. Ach du Kacke, da hat uns jemand umlaufen. Kate. Befehl der Supermutanten. Oh. Ah, und das wollten wir auch noch leerräumen hier. Verschissel. Befehl der Supermutanten. Teil 2. Töte, plündern, zurück. Ihr seid höchst gut aufgestellt. Die haben wirklich die Pläne in der Tasche. Die wissen Bescheid. Hallo. Oh, erstmal daneben gewollt. Oh, das ist schon cool. Also,
Es schießt angenehm langsam. Man kann so wirklich auch ganz gut zielen. Und dann zum Schuss kommen. Schon nicht schlecht. Hallo. Nee, keine Sorge, wir werden. Oh fuck, was hab ich denn da angezündet? Da saß jemand. So, da geh. Pam! Zack! Er ja, macht die Augen auf. Gott, wo kommt denn der lang? Oh no. Oh shit, ich hoffe, dass. Oh fuck, fuck, fuck. Ah! Sehr gut, sehr gut. Das hat mich nicht gefistet. Ah. Also wir brauchen. Oh oh. Ja, oh. Wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Visier auf dem Ding. Das ist ein bisschen blöd. Fällt mir nicht so gut. Komm, mutier. Oh, 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 shit. Er ist schon mal mutiert, alles klar, hier. Oh, die ist schön zum Hingedopst. Und er ist gekrippelt, glaube ich. Da, hi. Und oh, die ist bestimmt auch richtig nice für die Jet-Action. Er hat ein neues Radiumgewehr dabei, 3150. Müssen wir dann mal vergleichen, wie das so im, ja, im Vergleich zum anderen ist. Präzisionsschütze beschleunigt. Was, ist, was hat er sich da, was, was hat er uns da gedroppt? Kacke. Das ist unseres. Ja, unseres ist besser. 150. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Naja. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber unseres ist einfach auch von der Gesamt-Damage-Geschichte deutlich krasser. Ich gehe jetzt halt noch darüber und gucke, dass ich den fiste. Oder auch nicht. Sind da oben auch noch Mutanten gewesen? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ah, hier ist ja alles voll. Ach, vielleicht gehe ich einfach vorbei. Ja, ich glaube, ich gehe einfach vorbei. Irgendwann ist auch mal gut, oder? Oh. Hahaha, voll krass ausgewichen, total. Der enorme Mann hier am Start. Und da ist der. My luck. Da! Nicht da! Ekliger Mirelurk. So, Stockton's Holoband. Stockton's Holobund. Na, 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 na. Ich glaube, wir haben sogar schon irgendwo eine Kiste für diese Sachen hier, damit wir die ablegen können. Update. Beobachtete ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Fenster ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber, aber es muss sofort gehandelt werden. Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange sicher. Ende. Okay. Forschungsreagenzglas, what the fuck, dude? Wir peilen jetzt mal dieses Ziel an, das andere wäre nämlich durchs Wasser gewesen. Oder übers Wasser hinweg. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Bunker Hill. Ich hab da. Karawane oder Raider? Raider. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Mhm. Oh, Bunker. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, hier kriegt man alles. Es wird Zeit nach dem. An einem Ort wie diesem könnten wir lange durchhalten. Ja. Okay, da hast du recht. Wo ist denn jetzt der. Halten wir uns besser fern von dem Teil. Es sieht aus, als könnte es jeden Moment anfallen. Lucas, du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Okay, Lucas, dann zeig mal, was du so ich hast. Ich habe ein paar Minuten um. Hier ist Panzerung. Ich habe ein paar Minuteman um. Lucas, hast du so einen schicken Hut vielleicht? Ich habe meinen aus Versehen versetzt. Hast du da irgendwie einen Hut dabei? So eine Kopfbedeckung, Lucas. Für den Kopf etwas. Nee, ne? Doch. So ein Kackhelm. Mhm. Also wird uns jetzt besser helfen als nichts, aber ist natürlich schweineteuer, denn sein Scheiß. Hm, scheiß drauf. Das sind seine Helfer, ne? Okay. Und er war weiß. Aber er hat an dem Tag aufgehört, an dem er die alte Peck gesehen hat. Hä? What the fuck? Eigenen Augen. Die alte Peck? Soll mir das irgendwas sagen? Noch nie von der alten Peck gehört? Hallo. Aber man fragt sich doch. Ja, man fragt sich so einiges. Hey, Kleine. Also, hallo, Meg.
Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Mac, wir testen mal was. Kann ich die nicht kostenlos kriegen? Gut. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Mac, du bist ein bräudiges Stück Affenkot. Wer bist du? Entschuldigung. Entschuldigung. Dich kenne ich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Die sah von hinten aus wie... Eigentlich wieder in Ordnung, Doc. Dann beschreib mir mal du oder ich. Nichts. Das war's. Dann ab mit dir. Die sah von hinten aus wie diese närrische von uns. Kann dir nicht mal aufhören zu labern? Was kannst du heute anbieten? Hallo, Depp. Ohne Geplänkel einfach direkt, was kannst du heute anbieten? So muss es sein. Hallo, Starkton. Entschuldigung. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden. Ja, klar, hallo. So sieht's aus. Es ist immer schön, neue Freunde kennenzulernen. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Keiner mag Verzögerungen. Ist schlecht fürs Geschäft. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... Na klar. Dann muss ich also nur ein paar Raider umnieten? Schon. Die Lieferung soll nachts stattfinden. Wenn du also alle unerwünschten Elemente vor dem Abend beseitigst, können wir sie noch heute durchführen. Wir sehen uns. Baba, Mr. Starkton. Baba. Ist der geschossen? Ist das schon genau das, wovon er labert? Da geht's ja richtig ab da draußen. Kann ich hier direkt irgendwie raus? Ah, ich will da hin, schnell. Wie cool. Ich brauche schnell ein bisschen Crack, dass ich besser rennen kann. Da geht's ultra ab. Go, go, Power Ranger. Go, go, go. Oh, da ist doch das Schiff, da ist das Schiff. Leute, was geht denn hier bei euch ab, bitteschön? Also. Lucas Miller. Das sind doch die Leute. Spider-Mine. Ah, da drüben. Auf wen schießt ihr denn, sag mal? Ah, Raider, Ödländer Raider. Oh, der ist runtergesprungen. Oh nein, ich schieße auf das, worauf ich 9% hab. Bin ich dumm. Sackkapuze mit Riemen. Dann nehmen wir die jetzt schon mal mit, damit wir Ebbers haben. Auch wenn wir damit es nicht so prickelnd aussehen. Oh shit, sind wir behindert aus. Lucas, what have you done? What have you gedurnt, Lucas? Das war's jetzt, ne? Wo ist der Treffpunkt? Da oben. Krass, weiter weg. Schlappen wir dann mal hier und zerlege die alle. Schiff war hier also auch in der Nähe, das ist schon mal cool. Wir müssen alles Mögliche noch entdecken, das wird alles so krass. Vor allem jetzt, wo wir eigentlich, ja, alles Mögliche hier tragen können. Am besten skillen wir, ich würde sogar fast sagen, wir skillen sogar noch in diesen Punkt rein. In den letzten. Wenn du überladen bist, kostet das Laufen 50% weniger Aktionskosten. Ich glaube, so hat man ab Level 40. Ich glaube, damit haben wir wirklich den perfekten Komfort, wenn es einfach um diese Raids geht. Wenn wir irgendwo einfach reinsprengen und alles rausräubern und sowas. Das wird, denke ich, die beste Möglichkeit sein. Jetzt kriege ich hier einmal weg. Was war da drin? Ah, da sind ja Bus drin. Ah, super ist das. Die gehen ins Wasser jetzt. Nee. Halt, stopp. Ich kann sie gar nicht aufhalten. Ah, doch. Hier im Schlamm halten sie an. Oder sind sie jetzt schon ein bisschen im Wasser? Keine Ahnung. Scheiße, unten. Nein. Wir gehen jetzt zu unserem Treffpunkt. Gleich sind wir da. Oh, mehr AP. Da haben wir echt zu wenig reingeskillt. Aber dafür sind wir echt richtige Schlitzohren. Mit dem... kommt mir bekannt vor. Mit dem Sprechen sind wir echt krass drauf. Irgendwie vertraut uns jeder alle. Warte. Sind da Räder drin oder was? Na
Jo, die sind da. Oh, Schissel. Mon frère. Find ich gut, dass ihr den Kerl schlagt. Nicht mich. Ich komme jetzt rein und scheiß euch auf den Tisch. Oh, er sitzt einfach da. Jetzt chillt. Achso. What the fuck? Was war das denn? Die drückt aber auch gut hier, die Alt. Boom. Voll ins Gesicht. Beach. Warte nachts auf den Stackten, auf den Alten. Da kommt er ja. Da kommt er angebottet. Direkt in... Hä? Leute, ihr seid ineinander. Ich bin fake. Wir müssen uns kurz was reindrücken. Aufbereitet das Wasser und am besten noch ein aufbereitetes Wasser. So, hey, ja, bitte. Die Luft ist rein, denke ich. Jo. Das hier ist H2-22. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Hallo H2. Nicht wegrennen. Schön, dich kennenzulernen, H2. Oh Gott, wie ich aussehe. Der Mensch. Der tatsächlich freut mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Dann werf mal. Mach mal irgendwas. Schmeiß es an. Und erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Gut. Dann warten wir mal auf die Kontaktperson from the Railway. Können wir hier direkt hoch oder müssen wir hier erst noch durch so ein Portal? Ah, wir können direkt hoch. Dann gaunern wir hier noch ein bisschen aus. Obwohl das nicht so aussieht, als hätten wir hier irgendwas zu holen. Nö, nichts. Schisse. Dann kürzen wir direkt ab. So. Wer ist da gerade weggerannt? War das immer noch der... Ah, da bist du ja. Hallo. Ganz ruhig. Nicht schießen. Silberzunge, richtig? Schnell, wir müssen schießen. Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Mhm. Freut mich, dich bei uns zu haben. Gemoin. Schön, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du. Alles in Ordnung? Ein bisschen nervös. Aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Hm. Wir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Mach ich dir locker weg. Kein Problem. Ihr schweren Kaliber aus dem Hauptquartier macht keine halben Sachen. Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Sehr schön, dass du bereit bist, das für uns zu tun. Ja, arbeite die Sünden meiner verkorksten Jugend ab. Ich gehe vor. Dann geh mal vor. Gehen wir der Karawane direkt nach. Ist das jemand, mit dem wir labern können? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ach, das ist... Na klar. Das ist unser Versorger. Kronkorken brauchst du nicht bei unserer Siedlung. Kannst du ruhig weitergehen? Also wir sind zwar nicht in der Siedlung, aber trotzdem brauchst du die hier nicht. Komm. Jemand da? Jemand da? Hä? Ich hab was gehört. You can't hear me, because I'm a snitch. Oh. Meinst nicht so gut. Hinter uns kommen die direkt nach. Ich hoffe doch nicht. Hallo. Irgendwie habe ich gerade die Waffe nicht in die Hand bekommen. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Vielleicht solltest du das mich wissen, dass man den nicht schlagen kannst. Robo, Doomkrupp. Hier, jetzt aber. Ja, sehr guter Plan. Höchst guter Plan, wirklich. Bitte. Okay, lauf ruhig mal rein. Ist total nice. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Ach, scheiße. Oh, oh. Gutes Zeug dabei. Ich hab immer gutes Zeug dabei, du Pisser. Nicht davon rennen. Er hat einfach das Auto umgetreten. Oh Gott. Ja, macht wirklich richtig Spaß hier. Ah, dann hätte ich das Geschütz habe ich jetzt ja kaputt gemacht. Hoppala. Nehmen wir unsere Mine wieder mit. Ja, wir sind hier, glaube ich, gerade im Anfängergebiet, ne? Die sind irgendwie lulimäßig. Ja, guck dir das an. Wie schnell die fallen. Ja.
So, jetzt die 4. Und... Wow! Das Kammerjägers Ultra-Restaurant. Es ist doch Ruhe jetzt da oben, Lichterlein. Da hinten ist immer noch einer. Gibt's das? Ich hab den ganzen Tag Zeit! Das noch so ein Dödel Raider. Komm, Kate, du kannst dich wieder aufraffen. Wir müssen doch jetzt hier weiter, Kate. Warte, warte, warte. Den Kram mitnehmen hier. Munition, sehr wichtig. Ist es nicht sogar die, die wir hier gerade verbrauchen? Ich glaube schon. Wohin denn jetzt High Rise? Renne ich immer zurück zu deinem Punkt? High Rise, what the fuck? Boah, sieht schon echt cool aus hier drin. Hyrys, wo rennst du hin? Sind wir gleich da oder müssen wir noch arg lang fighten? So wegen der Zeit, High Rise. Ich muss das wissen, wegen der Aufnahme sein, weißt du? Über die Brücke. High Rise. Wir können uns in Tycon unterhalten, sofern wir dort lebendig sind. Sag ich, Leute, in der nächsten Folge geht's weiter. Ciao, ciao.